Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktkommentar heute am 18.03. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Wir werden heute zwei Themen haben. Thema Nummer 1 wird sein dritte Welle Covid. Thema Nummer 2 wird natürlich die Zinsentscheidung der Notenbank gestern sein, die natürlich auch mit der Covid-Entwicklung und der Entwicklung der Pandemie in Zusammenhang steht. Vorweg, Fed hat signalisiert, Zinserhöhungen sind in weite Ferne gerutscht 2023. Fed tut so, als ob sie die Zinsen kontrollieren kann. Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Die Fed kann versuchen, die Zinsen zu manipulieren, aber der Preis des Geldes, die Zinsen sind immer ein Ergebnis von Angebot und Nachfrage, und wir sehen es bei den amerikanischen Bonds, wir sehen es beim Bund Future. Trotz massiver Anleihekäufe der Notenbanken sehen wir hier mittlerweile fallende Kurse bei den Bonds, das heißt steigende Preise, und damit ist das zwar ein Versprechen, was die Notenbank gibt, aber ein Versprechen, was sie wahrscheinlich nicht halten kann und wird. Wir werden aber jetzt erstmal kurz einen Schritt zurück machen, und wir werden, ich werde jetzt erstmal kurz erklären, warum ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir nochmal einen Lockdown sehen werden im April, der nötig sein wird, und warum wir derzeit so stark steigende Fallzahlen haben. Das hat nicht unbedingt mit dieser Öffnungsstrategie zu tun. Klar, wir wissen, es gibt eine neue Virusmutation, die ansteckender ist. Wir haben eine Öffnungsstrategie, aber vor allem haben wir Schulen und Kindergärten geöffnet. Und damit haben wir eine bestimmte Altersgruppe, die man ja vor einiger Zeit noch nicht so als ansteckend gesehen hat. Man weiß mittlerweile, auch hier funktioniert das Virus ganz normal, wie bei jedem anderen Menschen auch, steckt den anderen an. Und wir wissen auch, wo man sich eben ansteckt, vor allem in Innenräumen. Und erst recht, wenn man keine Maske tragen kann, wie zum Beispiel im Kindergarten und in Grundschulen, aber eben auch in den weiterführenden Schulen, wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Und was wir jetzt erstmal im ersten Schritt machen, ist, ich benutze ein Tool. Das möchte ich euch kurz vorstellen, dieses Tool. Und zwar müssen wir gerade die Webseite uns hier raufholen. Eine Sekunde. So, also wir beginnen mal mit dem ersten Tool. Das ist hier ein Simulator, den man hier im Internet sozusagen findet. Und mit diesem Simulator kann man letztendlich den Verlauf relativ gut prognostizieren. Das heißt, hier sind schon die Voreingaben gemacht. Uns interessiert nicht die ICU-Kapazität, also die Frage, die sich jetzt uns nicht stellt, sind die Intensivstationen voll, sondern die Frage, die uns sich stellt, wie werden sich die Fallzahlen entwickeln. Und wir werden jetzt hier einfach mal bis zum 1. Mai eine Simulation durchführen und schauen, wie sieht es denn aus aktuell mit den aktuellen Werten, ohne weitere Maßnahmen, wie es entsprechend gehen und laufen wird. Und da sehen wir, wenn wir uns das Ganze anschauen, da sehen wir eigentlich ganz gut, erste Welle war ich hier vorne, es gab den Lockdown, Fallzahlen gingen runter. Und dann hatten wir diese super entspannte Phase, und die super entspannte Phase über den Sommer hatte nichts mit dem Sommer zu tun, sondern hatte damit zu tun, dass wir in der ersten Phase nur einige lokale Hotspots hatten und Covid-19 noch nicht über das gesamte Land weit verbreitet war. Das heißt, dass die Streuung sozusagen punktuell war. Und man dann natürlich mit den Maßnahmen, mit dem Lockdown, das relativ gut einfangen konnte. Dann hat sich aber sozusagen in der zweiten Welle, wo man ziemlich viel verpennt hat, die Streuung über das gesamte deutsche Land, über ganz Deutschland entsprechend vollzogen. Wir hatten diese zweite Welle hier gesehen, und vor Weihnachten war dann die Politik gezwungen zum Lockdown. Das heißt, Lockdown 1, Lockdown 2. Wir sehen auch die Maßnahmen, auch wenn wir, und das möchte ich gar nicht politisch bewerten, oder wir sehen zumindest, dass sie funktionieren. Und natürlich gibt es Maßnahmen, die meines Erachtens Schwachsinn sind. Wir wollen aber nicht über die einzelnen Maßnahmen sprechen, sondern generell nur über die Möglichkeit und die Folge eines Lockdowns. Wir sehen eben, mit dem Lockdown konnte man die Inzidenzen, die Fallzahlen hier nach unten bringen. Und jetzt sind wir hier sozusagen im März angekommen, und wir sehen jetzt schon, aha, okay, hier geht es ja nach oben.
Und das, ja, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Und das kann man natürlich hier ganz gut sehen. Wir sehen jetzt hier die Simulation, 22. März. Wir sehen also, wir werden so ungefähr 26. März werden wir die Inzidenzen von 100 wieder haben. Und dann geht das hier munter weiter in den April hinein. Und Sie sehen hier auch, Simulationen können das natürlich nicht genau sagen, aber ungefähr einen Bereich vorgeben. Und selbst wenn wir hier Ende April in den unteren Bereich gehen, sind wir bei Inzidenzen von 230. Im oberen Bereich ja, kommen wir sogar auf Inzidenzen von bis zu 400. Jetzt kann man sagen, naja, okay, alles gut, Inzidenzen sind ja vollkommen egal, weil wir haben ja jetzt die Alten und die Schwachen in unserer Bevölkerung geschützt. Und wir haben ja sozusagen die Möglichkeiten, hier zu impfen. Und wenn wir uns das mal angucken, was jetzt an Impfstoffen kommt, habe ich auch mal gerade hier in den Tabellen gezeigt, dann sehen wir, ja, also ab März, 13. Kalenderwoche ist hier Ende März, kommt von Moderna 657.000, von BioNTech kommen 1.076.000, also sind wir so bei 1,6 Millionen, was von diesen beiden kommt. Und heute steht dann noch die Entscheidung an, ob eventuell AstraZeneca weiter verimpft wird, und das wären dann mal 1,7 Millionen Dosen. Das heißt, kommt AstraZeneca mit auf den Plan, haben wir alleine von diesen drei Herstellern ungefähr 3 Millionen Dosen wöchentlich, die dann im April kommen. Und das heißt, wir können tatsächlich weitere große Impffortschritte machen und können natürlich sozusagen versuchen, dagegen zu wirken. Nur, wenn wir uns das Ganze anschauen, also wenn wir jetzt einen Blick drauf werfen, hier nochmal auf die Entwicklung und auf die Forecast, also wo hat man da hat man den Forecast, dann werden wir das nicht aufhalten können mit Impfung, weil das kommt einfach definitiv zu spät. Und das große Problem bei diesen ganzen Sachen ist, wir sind mit den Impfungen zu spät dran. Nummer eins, die Fallzahlen gehen nach oben und man muss sozusagen hier vorher agieren, um das Ganze unter Kontrolle zu kriegen. Und das ist meines Erachtens nur mit einem ziemlich harten Lockdown möglich. Und jetzt der nächste große Punkt ist diejenigen, die hauptsächlich jetzt hier betroffen sind. Das hat sich nämlich jetzt geändert und das sehen wir hier eigentlich ganz schön. Sehen wir Corona-Infektionen bei den Jüngeren und wir sehen natürlich jetzt hier, da die über 80-Jährigen, die sind geimpft. Das heißt, da sehen wir hier, das ist Quelle vom Robert-Koch-Institut, war heute im Spiegel veröffentlicht, da sehen wir hier, naja, das geht runter. Das heißt, wir haben hier bei den 80ern, über 80-Jährigen trotz steigender Inzidenzen keine Probleme mehr. Das heißt, wir werden dort weniger Todesfälle haben. Wir haben auch bei den 60- bis 79-Jährigen eine vernünftige Entwicklung. Aber, und das ist ja 0 bis 19, da geht es nach oben. Und das wird jetzt weitergehen. Und das heißt, da wird eine Bevölkerungsgruppe getroffen, die es meines Erachtens am wichtigsten zu schützen geht. Weil ich habe eine andere Philosophie. Für mich ist es so, wie es auch in anderen Ländern ist, wenn man jemanden schützt, geht es für mich um die Menge an Lebensjahren, die man schützt. Also kennt ihr früher noch von der Titanic, Frauen und Kinder zuerst. Ist heute bei uns etwas anders. Ich weiß, das ist eine Philosophiediskussion, beziehungsweise auch welchen Ansatz man vertritt. Für mich ist es einfach, das ist eigentlich der Bereich, den man schützen muss, die Kinder und die Jugendlichen. Und jetzt kommen wir eben zu dem Problem, also A, gehen die Inzidenzen jetzt hier hoch, B, haben wir die ganzen Schulen und alles entsprechend offen, das kumuliert, wir haben die neue Variante, die entsprechend noch ansteckender wird. Und das ganz große Problem dabei ist, was ich euch eben mit den Impfstoffen gezeigt habe, ja, wir sehen, Corona-Impfungen für Kinder sind nicht möglich. Also ab 16 Jahre geht bei BioNTech, ja, so, man hat ein paar Studien angeschoben, aber letztendlich ist es so, dass bei Kindern letztendlich sozusagen man erst die Zahlen von den Erwachsenen braucht, damit man Studien bei Kindern machen kann. Und man rechnet, dass man das bis 2024 kann das Ganze dauern. Also hier, ne, spätester Abgabetermin für die Ergebnisse wäre Dezember 2024. Natürlich kann es auch vorher schon Möglichkeiten für einen Impfstoff für Kinder geben, aber ethisch ist das viel, viel schwieriger und auch ja, mit den Studien die zuzulassen. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe, die wir gar nicht schützen können.
Und warum muss man sich jetzt schützen? Das ist eben, wenn wir jetzt mal schauen, das Syndrom Long-Covid, das heißt also, wie viele Menschen, wie viel prozentual Order haben filled. Langzeitfolgen von Covid, auch wenn sie nicht in, alt sind, wenn sie keiner Risikogruppe anhören. Da gibt es im Moment, weil das sind immer noch Studien, die noch gerade laufen, aber die Zahlen bewegen sich zwischen 3 und 10%. 3 bis 10% von einer Altersgruppe, wo wir, ja, wo wir extrem viele, ja, gucken wir uns gerade an, Bevölkerungsentwicklung, ja, also unter 20 Jahre sind wir hier, Jahr 2020 sind wir bei 18%. Jetzt, ich runde jetzt mal ganz einfach, wir haben ungefähr 12 Millionen Menschen, die wir hier nicht schützen können in unserem Land. Das sind die Jüngsten, das sind die Wichtigsten, die aber natürlich auch zur Schule gehen sollen und allem drum und dran, was aber ja, sich schwierig tut. Und wenn wir jetzt von diesen 12 Millionen Menschen rechnen würden, dass wir hier ungefähr, ja, dass ein Großteil hier an Covid erkrankt werden würde, und wir machen es jetzt einfach, 10 Millionen entsprechend erkranken würden, und wir rechnen nur mit der untersten Zahl, ja, das heißt, irgendwo, wir haben ja gesagt, 3 bis 10% Long-Covid-Folgen. Ja, und das würde dann eine Zahl ergeben, ja, wenn wir hier 300 bis 500.000 Kinder, die hier unter schwersten Folgen zu leiden haben, ja, das wird wahrscheinlich schwierig. So, das ist alles Know-how, was bekannt ist. Und von dort ist es also wichtig, hier Covid massiv einzudämmen. Und deshalb gehe ich davon aus, der nächste Lockdown kommt. Und wir werden, und das ist jetzt eben egal, was wir tun, wir kriegen einen Lockdown im April, nur wir werden, selbst wenn wir dann im Impfstoff schwimmen und durchimpfen die Bevölkerung bis Sommer oder bis Spring, werden wir viele Menschen trotzdem nicht schützen können, weil eben es noch an dem Impfstoff fehlt. Und dann wird es eben die Frage geben, ja, wie kann man eben entsprechend damit umgehen? Und viele von den Regeln, die wir jetzt haben, werden weiterhin angewandt werden müssen. Das heißt, wir haben einen weiteren massiven Druck, dass wir nicht dieses unbeschwerte Leben führen können, was vor Covid war. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Thema Politik, zu dem Thema Wirtschaft und Staat und Notenbank. Ja, und diese Covid-Krise ist damit eben noch längst nicht gelöst. Nächster Lockdown wird im April sein. Langfristig werden wir natürlich sozusagen immer mehr Menschen geimpft haben, aber wir werden das Thema Corona wird uns noch relativ lange mit begleiten. Und wir haben die Wirtschaft in den letzten 12 Monaten am Boom gehabt, weil frisches Geld reingestopft wurde und der Staat Billionen ausgegeben hat. So, diese Billionen müssen aber irgendwo verdient werden. Das sind Schulden, die man übrigens auch zulasten der Kinder gemacht hat, die man jetzt nicht schützt, muss man eben auch ganz klar sagen. Ne? Denn das ist ja die Generation, die das abbezahlen soll. Um die kümmert man sich relativ wenig und die lässt man gerade ja sozusagen ins offene Messer laufen. Wenn wir jetzt diesen Punkt hier uns betrachten und uns anschauen, dass wir wahrscheinlich mit diesen ganzen Covid-Maßnahmen und mit vielen anderen noch etwas länger zu leben haben, beziehungsweise noch weitere Probleme haben, und dass man sehr viel Geld am Anfang der Krise reingesteckt hat, dass die Wirtschaft nicht zurücksackt und dass viele Menschen sozusagen ruhig bleiben und zufrieden sind, dann wird man sehen, das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten schwieriger werden. Wir werden eine weitere hohe Kapitalnachfrage des Staates haben und die werden auf den Bondmarkt drücken. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen, das muss alles finanziert werden, die ganzen Hilfsprogramme. Damit wird man ja nicht aufhören und man wird erst recht nicht in dem Super-Hyperjahr 2024 aufhören, 2021 aufhören. Das heißt, man wird hier versuchen, weiter relativ viele Gelder umzuverteilen, wird entsprechend dadurch, dass die Steuereinnahmen nicht die besten sind. Wir hatten im Januar erschreckend niedrige aufgrund des Lockdowns. Und wie gesagt, ich sage ja, im April kommt der nächste Lockdown. Wir werden weiter niedrige Steuereinnahmen haben. Und dann geht das Ganze eben nur über Schulden. Und diese Schulden müssen irgendwo finanziert werden. Die Notenbanken probieren, das Finanzieren der Schulden billig zu machen, indem sie sagen, der Zinssatz ist null oder negativ.
Am Markt ist das aber ein Problem geworden, weil natürlich derjenige, der, es muss ja jetzt sozusagen beim Schuldner gibt es auch einen Gläubiger. Irgendjemand muss ja das Geld hergeben. Und natürlich hatte der schon lange unter dem Negativzins zu leiden, aber in der jetzigen Situation kommt nochmal Inflation hinzu. Und wir haben, das haben gestern die Notenbank nochmal klar gemacht, die amerikanische Notenbank erwartet Inflation und das wird bei der europäischen nicht anders sein. Und diese Inflation, haben sie auch erklärt, sind sie nicht bereit zu stoppen, ja, weil sie es nicht für nötig halten. Und damit werden wir Inflationsraten haben von 3 bis 5%. Und diese Inflationsraten, die fehlen dem Gläubiger auf der anderen Seite. Denn wenn ich einen Negativzins von 1% habe und auch eine Inflationsrate von 4%, dann habe ich am Ende des Jahres 5% weniger Geld. Jetzt die Frage, wer verleiht sein Geld dazu? Ja, das wird allmählich schwierig, weil es immer schwieriger zu rechtfertigen wird. Und das heißt, diejenigen, die ihr Geld haben, werden es entweder bei sich behalten oder sagen, wenn ich es verleihe, möchte ich einen höheren Zins haben. Und dadurch kommt das Phänomen, und jetzt kommen wir zu den Bondmärkten, und damit kommt das Phänomen, was wir schon seit Wochen hier erkannt haben und auch in unserem Marktkommentar beschreiben. Wir sind in einer Welt, die die Notenbanken schon längst nicht mehr kontrollieren, auch wenn sie das glauben, dass sie das tun. Wenn die Notenbanken die Macht hätten, die Zinsen zu kontrollieren, dann stellt sich die Frage, warum wir hier trotz Anleihekäufe im Bund Future einen massiven Abwärtstrend haben. Wenn die Notenbanken in der Lage wären, entsprechend die Zinsen zu kontrollieren und wenn die Fed eben das machen könnte, dann stellt sich die riesengroße Frage, warum sind die amerikanischen Bonds abgetaucht seit Sommer hier unten und sind im kompletten Meltdown. Ja? Und dieser Meltdown ist noch nicht vorbei. Ja? Und diesen Meltdown, ihr müsst euch überlegen, die Zentralbanken kaufen, kaufen, kaufen und trotzdem bricht dieser Markt zusammen. Wir haben also eine Situation, die sich hier zuspitzt am Kapitalmarkt und wo man wirklich an der Seite steht und das ist so ein bisschen wie bei einer Lawine. Am Anfang rutscht etwas und je mehr rutscht, je mehr wird mitgenommen und der Bondmarkt im Moment ist er noch auf technisch wichtigen Unterstützungen oder kommt jetzt zu technisch wichtigen Unterstützungen, aber das Ganze ist ein Szenario, was das Potenzial hat, sich durchaus zuzuspitzen. Und jetzt kommen wir zu der Entscheidung der amerikanischen Zentralbank. Jetzt haben wir gestern letztendlich gesehen hier, die Fed hat gesagt, sie wird die Zinsen nicht erhöhen, also sie sieht im Prinzip keine Notwendigkeit der Inflation gegenzuwirken. Wir haben hier nach der Zinsentscheidung erstmal wieder dieses typische Pump and Dump, also der amerikanische Aktienmarkt geht nach oben und feiert das Ganze ab. Aber das ist ein typisches Verhalten, das haben wir die letzten 10 Jahre schon gehabt. Und meistens ist es dann so, wenn die Nachrichten draußen sind, kommt der Markt wieder zurück. Und es wird in den nächsten Wochen mehr Thema werden. Die Rolle der Zentralbanken, die ist klar definiert. Aber was offensichtlich werden wird, ist, wir haben jetzt das große Politikversagen gesehen und wir werden meines Erachtens 2021 und 2022 das große Versagen der Zentralbanken sehen. Das heißt, dass die Zentralbanken massiv an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verlieren, weil sie letztendlich ihr Versprechen nicht halten können, nämlich die Zinsen niedrig zu halten. Das wird nämlich der Markt anders regeln. Und das kann dann auch großen Einfluss auf den Aktienmarkt haben. Und jetzt kommen wir eben zu der Frage, wie drehen wir das Ganze? Denn wie gesagt, sind wir hier im Trading-Marktkommentar. Und natürlich haben wir, ich habe es ganz häufig schon erwähnt, wir sind in einem Aufwärtstrend. Und die einzige Frage, warum, oder die einzige Antwort, warum ich hier diese Stories euch erzähle, ist, ich muss mir jetzt die Frage stellen, an welcher Position bin ich in dem Aufwärtstrend? Also, wie belastbar ist der ganze Trend? Haben wir hier einen Trend, wo wir sagen, ja, geil, da muss man unbedingt noch dabei sein. Und da muss man rein, oder sind wir in einer Phase, und da habe ich euch gestern schon sozusagen einen Forecast gegeben auf das AEI Sentiment, was eben heute jetzt gekommen ist, und wir sehen, wir sind hier einen überragenden Teil an Bullen, wir haben also hier eine sehr optimistische Stimmung, und das war in der Historie immer ein Fall in der Nähe von Tops. Die Timing-Entscheidung, also wann es runtergeht, das hängt immer noch davon ab, wie gesagt, wie entwickelt sich der Markt hier. Das versuchen wir mit dem Verhältnis von Hochs und Tiefs zu bestimmen. Noch immer haben wir kein Verkaufssignal. Das versuchen wir mit einigen Indikatoren wie dem Super-VIX-System und dergleichen zu bestimmen.
Das heißt, im Moment ist der Trend noch aufwärts gerichtet, hat noch kein massives Verkaufssignal produziert, aber das kann sich binnen Stunden ändern. Ja? Uns reicht ein doppelter ATR-Tag und ich habe euch immer gesagt, entscheidend ist, wie ist der Markt zu der Eröffnung. Also wie machen wir auf, wie entwickeln wir uns von der Eröffnung weg, sind wir unter der Eröffnung, sind wir über der Eröffnung, und wir sind hier verstärkt auf der Suche nach Hinweisen, dass der Markt sozusagen in die Abtauchphase geht. Das heißt, dass er nach unten geht, weil wir glauben, dass das Bild, was wir jetzt gerade haben, sich zuspitzen wird, anstatt sich zu entspannen wird, obwohl jeder auf Entspannung hier gesetzt hat. Es ist wichtig, dass man seine Meinung, die man hat, und seine Prognose, die man hat für das allgemeine Wirtschaftsgeschehen, nicht gleich mit dem Markt gleichsetzt, weil der Markt kann natürlich was ganz anderes machen. Deswegen machen wir unsere Trading rein nach den Signalen, die wir erhalten, also abhängig von der Öffnung und wie verhält sich der Markt. Aber der Hinweis, also welche Bedeutung man einem Verkaufssignal beimisst, das ist was anderes. Also ihr müsst euch das vorstellen, Verkaufssignale hat man viele. Also auch in einem großen Aufwärtstrend gibt es immer wieder Verkaufssignale. Diesen Verkaufssignalen, wenn der Aufwärtstrend gesund ist, misst man aber relativ wenig Bedeutung bei. Wenn man allerdings an einem Punkt ist, wo man sagt, oh, das ist ein möglicher Kipppunkt, dann messe ich den Verkaufssignalen eine massive Bedeutung bei. Das heißt, ich handle nicht jetzt einfach ständig gegen den Trend und sage, das muss jetzt runterkommen. Das wäre sicherlich die falsche Logik, die da folgt, sondern man sagt, okay, wir haben einen Aufwärtstrend aus dem Geschehen, wie wir es hier beurteilen, positives Sentiment, good news are out, also die sind alles aus, bad news are ahead, also die kommen alle erst noch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch zu sehen. Werden wir diesen Aufwärtstrend nicht mehr als belastbar einstufen, werden ihn hier nicht mehr aktiv auf der Long-Seite groß traden, werden einem Verkaufssignal, wenn es denn dann kommt, eine hohe Bedeutung beimessen und uns dann sozusagen positionieren. Und das ist das, was wir vorhaben, und das ist auch das, was ich für den heutigen Tag vorhabe. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal angucken, wie verhält sich der US-Markt nach FED-Sitzung, ist es tatsächlich so, 48 Stunden vor FED-Sitzung steigt der US-Markt, das ist in den letzten 20 Jahren so gewesen, die Stunden danach beginnt er dann zu fallen. Ich bin mal auf den heutigen Tag gespannt. Vorbörslich haben wir noch den S&P im Plus gehabt, als ich den Marktkommentar begonnen habe. Jetzt sehen wir, kommen wir hier schon runter. Wir sind meines Erachtens in einer sehr kritischen Phase, wo die Top-Bildung jederzeit passieren kann und wir dann eben darauf auch eingestellt sein können. So, was heißt das jetzt für das Trading heute? Der Markt war in Wartestellung bis zur Fed. Der Termin ist gegessen und jetzt konzentriert er sich nach vorne und die guten Nachrichten sind raus. Die Earnings Season liegt vor uns und wir werden nochmal eine Diskussion bekommen, wie gehen die Corona-Maßnahmen weiter, weil früher oder später wird man erkennen, diese Gruppe der bis 20-Jährigen ist derzeit, kann man nicht anders schützen, dann muss man eine Entscheidung treffen, überlässt man sie sozusagen ihrem Schicksal und sagt, ach komm, sind junge Menschen, wird schon alles gut gehen, oder kümmert man sich mit der gleichen Intensität darum, wie man es früher über die 80-Jährigen und Älteren getan hat. Wenn man das eben entsprechend politisch so entscheidet, dann kommt man eigentlich gar nicht drum herum, viele von den Maßnahmen, die uns begleitet haben, weiterhin aufrechtzuerhalten, wenn das bis eine Impfung auch für diese Kinder da ist. Man muss nicht davon ausgehen, dass eine Herdenimmunität erreichbar ist. Das heißt, dass die Kinder das nicht bekommen. Bis dahin ist es zu spät. Bis dahin sind die Kinder sozusagen durch und dann haben sie eben diese Long-Covid-Folgen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, ob ein Kind erkrankt. Es geht darum, um den Prozentsatz derjenigen, die Long-Covid haben. Und ich kann aus eigenem Bekanntenkreis, mittlerweile kenne ich zwei Fälle, die nach einer leichten Covid-Infektion später große Schäden hatten am Herzen bzw. Lunge. Und das, obwohl es junge Menschen sind. Also von daher kann man sich da nicht drauf verlassen. Und diese Diskussion, die wird hochkommen und wird eben kommen. So, und deshalb, wie gesagt, jetzt good news and out, Sentiment is on the top und das Potenzial ist damit, der Cocktail ist sozusagen damit angemixt, wir warten jetzt nur noch auf das Verkaufssignal und wenn es dann entsprechend da ist, werden wir die Aggressivität hochschrauben, weil wir diesem Verkaufssignal eine hohe Bedeutung beimessen. Das ist so, wie ich eben entsprechend in den Tag und in die nächsten Wochen hineingehen werde.
Jetzt gehen wir in die Einzelanalyse. S&P, wie gesagt, gestern nochmal ein Top-Tag, nochmal ein neues Top gemacht, nochmal leicht rausgenommen, heute vorbörslich schwächer. Worauf kommt es im S&P an? Im S&P kommt es darauf an, wenn wir hier diese und diese Tiefs hier unterschreiten, dann ist zumindest dieser kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen. Erst wenn wir dieses Tief hier unterschreiten und dieses hier, dann kann man über den langfristigen sprechen. Das heißt, selbst größere Korrekturen bis in diesen Bereich wären möglich, ohne Schaden am Langfristtrend zu machen. Wir warten aber nicht, bis der Markt irgendwelche Tiefs unterschreitet, weil das ist dann immer die ungünstigste Situation, sondern wir warten darauf, dass wir im Prinzip Verhalten haben, dass wir Schwäche sehen, Momentum sehen. Das machen wir dann heute in unserem Live-Trading-Raum. Die Entscheidung, das kann man morgens nicht einfach alles im Vorhinein sehen, das muss ich dann situativ entscheiden, bis wir Schwäche sehen, Momentum sehen und dann werden wir eben hier agieren, aber dann eben Aggressivität schnell nach oben schrauben. Wie sieht es aus im DAX? DAX Future, extrem neue All-Time-Highs, gestern nochmal nach oben gelaufen. Der DAX ist hier noch in der Aufwärtsbewegung, ist tatsächlich sogar jetzt hier bei Gap Close nochmal ein Kaufkandidat, hat theoretisch nochmal eine Chance und wäre auch hier nochmal ein Kaufkandidat. DAX ist im Moment etwas fester als der US-Markt, aber auch hier habe ich so meine Zweifel an der Belastbarkeit des Trendes. Ich würde im Moment zumindest Käufe erst hier in dieser unteren Region 14.500 machen. Da sehen wir, da geht vieles von der letzten Aufwärtsbewegung wieder flöten. Das heißt, wir werden uns hier zurückhalten. Ich werde eher den Nasdaq verkaufen. Warum den Nasdaq? Weil der Nasdaq, hatte ich in den letzten Marktkommentaren erklärt, High-Beta-Markt viel, viel schwächer ist als die anderen Märkte. Und der Nasdaq hat hier diese Verkaufszone erreicht und das ist hier die Verkaufszone. Der Nasdaq hat im Gegensatz zu allen anderen Märkten bereits einen Abwärtstrend etabliert aus Trading-Sicht und ist deshalb eben auch aus Trading-Sicht hier short zu traden. Deswegen gehen wir eben auch hier short und machen ihn auch hier short. So, das ist also die Idee, wie wir hier vorgehen im Nasdaq. Order submitted. Dann kommen wir noch zu welchem Markt? Kommen wir zum Bondmarkt. Bondmarkt ist, ich habe es ja gerade gesagt, wir sehen es gerade, ja, Freefall Tower, ja. Ganz ehrlich, also es ist naiv anzunehmen, dass wir hier im Bond irgendwie eine signifikante Gegenbewegung sehen werden. Alles, was wir sehen, sind Bewegungen, Korrekturen gegen den Trend. Der Trend ist fundamental gesetzt. Wir haben einen massiven Kapitalbedarf, der sich nicht durch Steueraufkommen decken wird. Ja, das heißt, der geht nur durch Schulden. Und diese Schulden wird man nicht mehr zu dem günstigen Preis bekommen, egal was die Zentralbank tut, egal was die Zentralbank verspricht. So, und der Bondmarkt wird auch das Problem sein für den Aktienmarkt. Jeder, der irgendwie das Problem kleinreden will und sagt, ja, wir hatten ja auch immer schon mal steigende Zinsen und der Aktienmarkt ist trotzdem gestiegen, der versteht nicht, dass der Aktienmarkt derzeit auf einem extrem hohen Bewertungsniveau ist, was sich nur rechtfertigen lässt, wenn man davon ausgeht, dass es keine Alternativanlage gibt, Nummer eins, und dass sich die Firmen quasi für 0 Euro gegenfinanzieren und fremdfinanzieren können. Fallen diese Punkte weg, lässt sich diese hohe Bewertung am Aktienmarkt nicht rechtfertigen und das wird dann bei den Investoren auch dazu kommen, dass sie dann darauf reagieren. So, also Bondmarkt, sind wir short, gehen wir short, für heute Rücklauf an die 1,71 ist für uns das nächste Short-Level. Kommen wir zu dem nächsten Markt. Nächster Markt ist der Euro. Der Euro ist schwieriger zu interpretieren als alle anderen Märkte, weil, wir haben jetzt gestern gesehen, Fed tut nichts, aber wir sind hier in einer Pattsituation. Die EZB wird auch nichts tun, also wird auch keine Zinsen erhöhen. Und wir haben den Euro bis jetzt nur hier in dieses Verkaufslevel-Bereich gesehen. Wir haben hier definitiv nur so was, was wir im Moment immer noch als ABC-Kennzeichnen gesehen. Das heißt, wir haben hier derzeit, und selbst wenn wir hier nochmal ein neues Top dranhängen, ändert das nichts. Wir haben hier noch keinen richtigen Aufwärtstrend. Auch wenn auf großen Ebenen der Euro immer noch long ist, gilt für das, was ich in den letzten Wochen schon sagte, wir haben hier wahrscheinlich noch ein Korrekturmuster, was noch nicht abgeschlossen ist. Und solange das nicht abgeschlossen ist, ist die Chance groß, dass wir auch im Euro schwächer werden können, weil die Eurozone hat noch größere Probleme als die USA, weil sie hier nicht mit einer Stimme spricht. Und das wird nochmal ein extra Problem werden für die Eurozone. Werden wir aber einen anderen Marktkommentar machen. Heute haben wir schon relativ lang geredet. Ich wünsche euch erstmal einen guten Trading-Tag. Bis dann. Bye-bye. Euer
wir